Willkommen zu Zwischen den Welten, die Radiosendung, die Brücken baut. Wir begeben uns in die Welt anderer und hören, was sie zu sagen haben. Sie teilen ihr Wissen, ihre Ansichten, ihre Erfahrung und ihre Geschichten. Reise mit uns und verbinde deine und ihre Welt. Ich bin Efi und ich lade dich herzlich ein auf diese Reise, hier auf Ascension Radio Studio 3. Willkommen auf Ascension Radio Studio 3. Ich bin Efi und heute habe ich zu Gast Dr. Marcel Polte. Marcel, möchtest du dich mal vorstellen? Was machst du? Wer bist du? Ja, gerne. Ich komme aus Deutschland, arbeite in Frankfurt, bin Jurist, war 15 Jahre in internationalen Großkanzleien im Bereich Wirtschaftsrecht zugange. Bin jetzt derzeit in einem Unternehmen angestellt und ja, beschäftige mich schon lange mit, ja, ich möchte es mal nennen, grenzwissenschaftlichen Themen, mit dem sogenannten UFO-Phänomen, mit dem ja, Kontaktphänomen und jetzt seit vielleicht anderthalb Jahren etwa mit dem Thema der rituellen Gewalt und allem, was damit zu tun hat, auch Richtung Mind Control. Habe bislang mehrere Bücher geschrieben, eins zum Maya-Kalender, schon etwas länger her. Dann vor zwei Jahren ein Buch zum Thema der Kontakterfahrungen, also der sogenannten Abduktionsforschung, wo es um die Spezies der Grauen geht und da mal versucht, den Stand wiederzugeben, was die Forschung da bislang herausgefunden hat, sowohl in den USA als auch Deutschland als auch an anderen Ländern. Und jetzt aktuell, das ist Ende August letzten Jahres erschienen, das Buch Dunkle Neue Weltordnung, wo ich mich, wie gesagt, den Themen rituelle Gewalt und Mind Control bzw. Project MKUltra widme. Und ja, das ist sozusagen mein Hintergrund. Ich habe auch einige Semester Physik studiert neben meinem Anwaltsberuf, um dann ein bisschen sozusagen naturwissenschaftliches Grundlagenwissen in mir anzueignen, was mir auch immer wieder hilft dann bei Themen wie jetzt Remote Viewing oder so, um das etwas besser einordnen zu können. Ja, danke auch zunächst mal für die Einladung in deine Sendung. Ja, absolut. Ich freue mich total, dass du dazu gesagt hast und mitmachst. Wir sind ja hier auch noch alle ganz neu. Mhm. Und ja, aber es gibt ja viele Themen, die jetzt so ans Tageslicht müssen oder auch teilweise schon immer mehr ans Tageslicht kommen. Allerdings sehe ich auch, dass extrem viel dagegen gearbeitet wird. Kannst du dazu was sagen? Ja, also es ist sicher so, dass wenn du jetzt von Dingen sprichst, die ans Tageslicht kommen und dann sozusagen auch Gegenreaktionen da stattfinden, dass da sehr viel im Hintergrund abläuft. Was ich aus meiner Forschung sagen kann, wenn wir jetzt hier von irgendwelchen Hintergrundmächten sprechen, manche nennen es Deep State, manche nennen es Kabale oder wie auch immer, bin ich schon zu dem Ergebnis gekommen, es gibt sowas, also es ist jetzt keine Verschwörungstheorie, es gibt tatsächlich, und da kommen wir sozusagen im Bereich dann der satanischen Kulte an, vielfach von Überlebenden auch tatsächlich als Illuminati bezeichnet. Man denkt ja immer so schön, Illuminati wäre mehr so eine ja, Hollywood- oder Internet-Erfindung, aber das ist tatsächlich eine Bezeichnung, die da von Überlebenden gegenüber Therapeuten immer wieder gebracht wird, sodass ich davon ausgehe, es gibt ein weltumspannendes satanistisches Netz. Das ist auch inzwischen sehr gut belegt anhand von Fachliteratur der Therapeuten, aber auch Datenerhebungen und Studien, sowohl aus den USA, aber auch in Deutschland mittlerweile. Und ja, da scheinen tatsächlich sozusagen diese satanischen Kräfte und andere Mächte, die hier an Veränderungen interessiert sind, die dann interessiert sind, auch die Verbrechen da aufzudecken, die seit langer Zeit schon verübt werden, da ja gegeneinander im Hintergrund zu wirken. Und wir kriegen natürlich hier an der Oberfläche immer nur so Bruchstücke mit, wenn überhaupt.
dann natürlich vermischt mit viel Desinformation, so dass es tatsächlich sehr, sehr schwierig ist, einzuordnen, was passiert da jetzt, was ist Realität, was sind vielleicht tatsächlich dann nur irgendwelche Nebelkerzen, die da gezündet werden, um abzulenken. Aber also was man sagen kann, es passiert auf jeden Fall was. Ja, was würdest du denn sagen, wie kann man denn rausfinden, was wahr ist? Wie kann man unterscheiden, von dem, was wahr ist und was nicht oder was gefälscht ist? Weil mir geht es so, dass egal in welche Richtung ich gucke, ob es jetzt Mainstream ist oder alternativ oder was auch immer es noch gibt, dass ich festgestellt habe, Wahrheit wird extrem viel gemischt mit Lügen, ob es jetzt absichtlich ist oder ob es jetzt unabsichtlich ist. Ich glaube, es gibt von allem alles und ich finde es extrem schwer, wirklich herauszufiltern, ja, was stimmt denn jetzt? Ja, das ist tatsächlich extrem schwierig bis hin zu unmöglich. Und wie du schon sagst, man kann da nicht einfach sagen, ja, was in Mainstream kommt, ist sozusagen alles falsch, beeinflusst und was alternative Medien berichten, das stimmt dann höchstwahrscheinlich. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass es so einfach leider nicht ist, dass natürlich auch in den Mainstream-Medien Dinge berichtet werden, die korrekt sind, wichtige Informationen enthalten, aber halt auch in den alternativen Medien sehr viel Falsches in Umlauf gebracht wird. Ob jetzt gutgläubig von denjenigen, die da wirklich solche Dinge aufdecken wollen und für die Wahrheitsbewegung stehen, oder vielleicht ja sozusagen Desinformationsagentin, wenn man so es nennen will, da diese Szene auch unterwandert haben. Also ich glaube, es ist ein Mix von allem. Insofern ist es fast unmöglich, da wirklich bei einzelnen Themen entscheiden zu können, ist da was dran oder nicht. Also nehmen wir jetzt ein Beispiel, dieses Weltraumprogramm, was durch diverse Whistleblower seit einigen Jahren jetzt oder wenigen Jahren, muss man sagen, verstärkt immer wieder darüber berichtet wird. Das ist für mich so ein Beispiel, wo ich es derzeit noch nicht abschätzen kann, wie ich es einordnen soll. Von daher ist sozusagen meine Herangehensweise tatsächlich bei den einfachsten Dingen anzufangen, da zu schauen, was hat man für Quellen. Sind die seriös? Ergibt sich da ein stimmiges Bild und sich dann sozusagen langsam vorzutasten? Das heißt, bei mir ging es los beispielsweise, ich hatte es ja auch erwähnt, mit dem UFO-Phänomen, wo man ja auch schon sagen könnte, ist das vielleicht alles Fake? Gibt es sowas wie UFOs überhaupt? Aber da kann ich schon sagen, wenn man sich mit dem Thema intensiv befasst, kommt man dann auf so viele seriöse Quellen und auch gute Quellen, dass man da am Ergebnis sagen kann, ja, an diesem Phänomen ist was dran. UFOs sind real. Und da kommen wir sozusagen jetzt schon zum ersten schwierigen Punkt, nämlich seit Dezember 2017 geht das Thema ja ganz verstärkt, gerade auch in den USA, durch die Mainstream-Medien, in denen berichtet wird über das UFO-Programm des Pentagon und über die Sichtung von Navy-Piloten. Und jetzt kann man eben nicht sagen, nur weil das jetzt in Mainstream-Medien läuft, stimmt das alles nicht, sondern das sind tatsächlich schon meines Erachtens richtige Informationen, die gebracht werden, wobei man halt da dann wieder fragen muss, aus welchem Grund werden die gebracht? Warum wird jetzt auf einmal in den Mainstream-Medien über UFOs berichtet, nachdem es 70 Jahre lang ein Tabuthema war und auch die deutschen Medien natürlich sich jetzt trauen, wenn es in den USA gebracht wird, es auch in Stern oder Spiegel oder Fokus darüber zu berichten. Und das jetzt nur mal so als ein Beispiel, was zeigt, egal von welcher Seite die Info kommt, man muss da schon sehr genau hinschauen. Bei vielen hat man eine Chance, was aufzudecken, auch was jetzt hier diese Satanskulte, rituelle Gewalt anbelangt. Auch da, wenn man an den richtigen Stellen schaut, und ich hatte es eben erwähnt, das ist dann vor allem so die Fachliteratur, die von Psychologen und Psychiatern geschrieben wird, das sind dann Aufsätze oder Fachbücher.
wo zum Beispiel über Heilungsansätze für Personen mit multipler Persönlichkeit, die man immer wieder bei diesen Kulten findet, dann geschrieben wird und sich ausgetauscht wird und auch Konferenzen abgehalten wird. Also das sind dann so einzelne Bereiche, wo man sagen kann, da hat man seriöse Quellen, auch viele Quellen. Und da kann man dann irgendwann einen Haken hintermachen und sagen, ja, das kann ich ernst nehmen. Und schaut dann, wo ist sozusagen der nächste Ansatzpunkt, was man sich näher anschauen müsste, ob da jetzt wirklich was hintersteckt oder tatsächlich uns da irgendwelche falschen Informationen verkauft werden. Ja, woran meinst du denn, dass es liegt, dass es so viel Ungläubigkeit da noch gibt, sei es jetzt mit UFOs oder anderen Themen, dass halt man so schnell als Verschwörungstheoretiker bezeichnet wird, obwohl man auch wirklich Beweise und Belege liefern kann? Ja, also zum einen liegt es natürlich daran, dass zwar einerseits jetzt hier seit 2 Jahren diese ja wirklich beispiellose Offenlegungskampagne in den USA läuft, dass wirklich ja die Titelseiten von New York Times, von Washington Post und anderen und auch auf CNN und Fox News und solchen Sendern da wirklich Meldungen gebracht werden, die wären vorher undenkbar gewesen, ja, dass auf CNN der ehemalige Leiter eines UFO-Forschungsprogramms des Pentagon dann auf die Frage, was er glaubt, was steckt dahinter, sagt, we may not be alone. Das sind schon sehr krasse Aussagen, ja, oder dass Trump und Senatoren da informiert werden in geheimen Briefings über die Sichtung von Navy-Piloten und die Presse darüber schreibt. Das ist das eine. Also da versucht man schon was an die Öffentlichkeit zu bringen, wobei ich glaube, da steckt ja ein ganz bestimmter Plan hinter, nämlich die Menschheit in recht kurzer Zeit an dieses UFO-Phänomen zu gewöhnen, um letztendlich da auch, und das ist jetzt nur eine Hypothese, aber gehe ich von aus, so wie das bislang abläuft, dann ein ja, UFO- oder ET-Bedrohungsszenario zu kreieren, um dann letztendlich da einschneidende Maßnahmen einführen zu können, wenn man da von der fremden Bedrohung ausgeht, von der angeblichen. Und andererseits aber wir, und das merke ich jetzt in den deutschen Medien seit ja, wenigen Monaten sehr verstärkt, da wird sehr stark gegen das Thema Verschwörungstheorien geschossen. In mehreren großen Zeitungen oder Online-Medien immer wieder lange Artikel gegen die sogenannten ja, bösen oder rechtsesoterischen Verschwörungstheoretiker, wo dann auch alles natürlich zusammengemischt wird von UFOs und Aliens und Reptiloiden und was man sich so vorstellen kann. Und alles natürlich als völlig lächerlich dargestellt wird. Also insofern ist da auch in den Medien immer noch das sozusagen widersprüchlich, aber man muss sagen, zumindest was das UFO-Thema anbelangt, da läuft es schon darauf hinaus, dass man da schon bald wird drüber reden können in der Öffentlichkeit, ohne da lächerlich gemacht zu werden, weil einfach sich diese Meldungen da durchsetzen. Also eine Headline in der Washington Post war, ich übersetze es mal, UFOs sind real und wir müssen uns mit dem Umstand abfinden. Und die Unterüberschrift war dann, UFOs bedeuten nicht gleich Außerirdische, aber auch, das müssen wir in Betracht ziehen, so etwa war es formuliert. Also da tut sich schon sehr viel und das geht auch so weiter. Also man kann das wirklich nachverfolgen, dass da in Abständen von 2, 3 Monaten immer wieder dann solche Meldungen kommen. Sei es, dass die Meldungsrichtlinien von Piloten zu solchen Sichtungen geändert werden oder halt dann Trump gebrieft wurde oder was wahrscheinlich bald kommen wird, Materialien untersucht werden, die von UFO stammen mit ungewöhnlichen Eigenschaften. Da gab es schon die ersten Hinweise von den beteiligten Wissenschaftlern und sowas halt. Und dann kommt auch noch, und das meine ich, ist ein Meilenstein, wobei es sich jetzt durch Corona nochmal verschieben könnte, eine ja, UFO-Dokumentation, The Phenomenon, da habe ich auch bislang nur den Trailer gesehen, aber da sieht man schon, das ist sehr, sehr aufwendig gemacht.
Also stellt eigentlich alles in Schatten, was bislang so an Dokus produziert wurde. Und da sind dann halt auch Originalaufnahmen da aus den Navy-Kampfjets und Aussagen auch von der hochrangigen Regierungsvertreter oder der Ex-Pentagon-Leuten und ähnliches zu sehen. Und war eigentlich angedacht, dass es im September in die Kinos kommt. Und wenn sowas wirklich dann in Kinos weltweit anlaufen sollte, solche Bilder, solche Aussagen, dann wird das Thema auch noch mal sehr massiv, glaube ich, von Medien aufgegriffen und diskutiert werden. Und da werden viele anders drüber denken. Ja, was meinst du denn, warum man das bisher so lange zurückgehalten hat? Ja, also kann ich auch nur spekulieren. Also ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall gewisse Regierungen sehr viel mehr wissen über dieses UFO-Phänomen. Es gibt auch Hinweise darauf, dass ja tatsächlich in der Area 51 oder S4 wird das Gebiet ja auch genannt, da UFOs untersucht werden, die abgestürzt sind oder wie auch immer man an die gelangt ist. Da gab es ja in diesem Fall von Robert Lazar, der von einem preisgekrönten Journalisten, dem George Knapp aus Las Vegas untersucht wurde, sehr aufwendig und der zum Ergebnis kam, da ist was dran an diesem Fall. Und auch der Edgar Mitchell, der sechste Mann auf dem Mond, der Apollo-Astronaut, der hat auch drüber gesprochen und gesagt, sowohl Militärs haben ihm gesagt, da war was bei Roswell, da ist was abgestürzt und genauso auch Bewohner oder alte Bewohner da aus dem Ort, weil er aus dem Ort wohl auch stammt, seine Familie und die dann zu ihm auch natürlich als Astronaut dann Vertrauen hatten und ihm da Dinge berichtet haben, mit denen sie sonst nicht mit anderen Leuten drüber gesprochen haben. Also insofern ist da schon von auszugehen, dass nicht vielleicht die offizielle US-Regierung, aber halt Kreise im Hintergrund, hier Militärkreise oder dieser sogenannte militärisch-industrielle Komplex schon sehr viel mehr weiß, vielleicht auch über Technologien verfügt, die aus dieser fremden Technologie dann abgeleitet sind, vielleicht auch schon Kontakte erfolgt sind und man natürlich das nicht öffentlich zugeben will, um vielleicht dann auch diese Technologien offenlegen oder teilen zu müssen und insofern vielleicht auch noch nicht alles versteht, was dahinter steckt. Also da wird es diverse Gründe geben, abgesehen davon, dass man natürlich auch immer schön behaupten kann, die Menschheit könnte damit gar nicht umgehen, wenn sowas bekannt gemacht würde und die Religion und so weiter würden dann ihre Basis verlieren. Also da sind schon sehr viele Gründe denkbar, warum man das sehr erfolgreicher im Prinzip 70 Jahre lang als Tabu behandeln konnte in den Medien und auch in der Wissenschaft natürlich. Ja, hast du denn mehr Informationen, mit welchen Wesen wir es zu tun haben könnten? Denn was man so im Fernsehen sieht oder überall in den Medien, das sind ja diese ganz typischen Gray Aliens. Aber es gibt ja noch viel mehr als die und es gibt sicherlich auch, oder ich weiß, dass es Außerirdische gibt mit diversen Intentionen und nicht nur bösen Intentionen, sondern es gibt auch welche mit guten Intentionen. Hast du da mehr Informationen drüber? Ja, also was ich sagen kann, es gibt auf jeden Fall diese Spezies der sogenannten Grauen, die ja auch jetzt so im Mainstream schon lange angekommen ist, wo manche sagen, die kommen da aus diesem Film hier von, ich glaube, Begegnung der vierten Art von Steven Spielberg, weil die da so ähnlich dargestellt sind. Aber dazu muss man wissen, dass technischer Berater dieses Films, der ein Physiker war, der fürs Project Blue Book da jahrelang gearbeitet hat, also UFO-Sichtungen und höchstwahrscheinlich auch Kontaktfälle da schon untersucht hat. Das heißt, über seine Kenntnisse ist es dann zu dem Film gelangt und so ist es dann in den Mainstream gekommen.
Aber auch dann zum Beispiel über das Buch von Whitley Strieber, was ein Bestseller war, wo auf dem Cover dann auch so ein Kauer zu sehen war. Also es gab da ja, verschiedene Ansatzstellen, wo wirklich dann entweder Betroffene oder Insider letztendlich über diese Grauen berichtet haben und so sich dann dieses Bild dann auch verbreitet hat. Weswegen viele glauben könnten heute, das ist einfach eine Erfindung, wenn man das überall sieht, auf irgendwelchen Postern oder wie auch immer. Aber die inzwischen tausenden Erfahrungsberichte, die man hat aus aller Welt, und das waren natürlich am Anfang vor allem Berichte aus den USA, weil da führende Forscher wie Bud Hopkins oder John Mack mit Betroffenen gearbeitet haben, die immer wieder diese Grauen berichtet haben, aber auch halt die Abläufe, die beschrieben wurden, bis hin zu Details, die da in den Berichten auftauchen, die waren übereinstimmend, obwohl die Menschen sich da untereinander nicht kannten und anfangs auch diese Informationen auch gar nicht öffentlich zugänglich waren. Und man findet aber genauso Berichte über diese Grauen jetzt aus Deutschland. In den 90er Jahren ging das schon los, dass da Bücher drüber geschrieben worden sind von dem Dr. Johannes Fieback. Und ich selber habe auch mittlerweile mit einer ganzen Reihe von Personen gearbeitet, die solche Kontakterfahrungen hatten, die zum Teil bewusste Erinnerungen haben an solche Erlebnisse. Zum Teil kamen wir dann an mehr auch dann mit Hilfe von Hypnose dran, wobei Hypnose einfach nur heißt, derjenige begibt sich quasi in einen Entspannungszustand, wo das Erinnern leichter fällt oder man manchmal auch über scheinbar gezielte Erinnerungsblockaden dann hinwegkommt. Und was sehr wichtig ist, man findet aber solche Berichte auch in ganz anderen Kulturen. Also da gibt es zum Beispiel Professor Dr. Ali Sixkiller Clark, das ist eine ehemalige Professorin der Montana State University, hat in jahrelanger Arbeit hunderte Berichte zusammengesammelt von Indianern in Reservaten in den USA, aber auch dann über Jahre hinweg in Mexiko und angrenzenden Ländern der Nachfahren der Maya. Und da ist halt interessant, sie hat da viele von diesen Berichten inzwischen veröffentlicht, dass man da auch in ganz anderen Kulturen und gerade halt bei den Mayas auch, die zum Teil auch nur Spanisch sprachen, auf dieselben Berichte stößt, auch auf diese grauen Gestalten, dieselben Abläufe, diese Art Scheinschwangerschaften, die sich im Detail dann gleichen mit den Berichten aus der westlichen Welt. Aber man sieht halt auch, und das ist ein wichtiger Punkt, es gibt halt eben nicht nur diese Grauen, sondern wirklich eine große Bandbreite von fremden Spezies offenbar, von menschlich aussehenden, von, was auch sehr interessant ist, immer wieder, es werden Lichtbälle beschrieben, also diese sogenannten Orbs, wie so Energiekugeln. Zum Teil treten diese fremden Wesen auch, die menschlich aussehen, aber auch grauen, aus diesen Lichtkugeln sogar hervor oder verwandeln sich dann wieder in die, was auch zeigt, da steckt mehr hinter als jetzt so eine einfach nur eine dreidimensionale, ja, physische Betrachtungsweise. Wenn da scheinbar aus dem energetischen Zustand dann solche Wesen dann vorkommen, zeigt, dass das Ganze sehr viel komplexer ist als so eine ja, Betrachtung, die von unserer bekannten Physik ausgeht. Und zeigt aber auch, dass es wirklich ganz verschiedene Wesen gibt mit offenbar auch unterschiedlichen Intentionen. Und da hatte ich auch einen interessanten Fall letztes Jahr. Da hatte ein Mann sich an mich gewandt, weil er aus seinem Ohr einen kleinen Gegenstand rausgezogen hat, der ihm komisch vorkam. Und der wirkte dann vergrößert, also der war vielleicht 2 Millimeter mal 1,5 Millimeter groß, sah man, der hatte eine Struktur, also es war schon irgendwas Seltsames. Und wir wollten ihn dann untersuchen lassen an der Uni mit physikalischen Methoden, das haben wir dann aber doch sein gelassen, weil der Gegenstand dann zerstört oder zumindest beschädigt werden würde, wenn wir da die Elemente hätten bestimmen wollen oder ähnliches. Und wir haben dann mehrere Remote-Viewing-Sitzungen machen lassen von einem Team von Remote-Viewern hier aus Deutschland, der Academy of Mind,
Und die kam drauf, dass tatsächlich hinter dem Implantat dann auch nicht die Grauen steckten, wie man viele Berichte hat, sondern interessanterweise ist das Implantat im Körper selbst gebildet worden durch einen Impuls, der von außen kam. Da wurden Daten offenbar in so eine Art Datencloud hochgeladen, die so eine Art Durchschnittsmensch dann ergeben sollten, also zusammen mit vielen anderen Daten von anderen Betroffenen. Und es kam halt auch raus, dass die Nutzer dieser Datencloud ganz unterschiedliche Wesen waren, auch physische, nicht physische und aber insgesamt hinter dieser Datensammlung auch eher ein positiver oder ein positiver ein Zweck steckte so rum. Nämlich, man wollte sehen, auch welche Impulse kann man im Hinblick auf die Menschheit setzen, um bei bestimmten Entwicklungen zu unterstützen, sei es jetzt spirituell oder wissenschaftlich und solche Dinge. Ja. Aber also die Beispiele zeigen, das ist in der Tat alles, wenn wir hier von außerirdischen oder zum Teil muss man vielleicht auch eher sagen, von extradimensionalen Wesen sprechen, ist das alles doch sehr komplex. Ja, jetzt könnte man ja sagen, okay, wenn es eben auch Außerirdische gibt mit guten Intentionen, warum kommen die nicht her und machen was Schönes? Ja. Sei es, sie besuchen uns oder sie nehmen die Leute mit, die hier weg wollen. Ja. Und von meinen Informationen her ist es so, dass das alles viel komplexer ist und dass halt diejenigen mit schlechten Intentionen oder zumindest den Menschen gegenüber schlechten Intentionen halt die anderen davon abhalten. Ja. Ja, also zum einen kann es natürlich sein, was man so hört, es gibt so eine Art ja, universelle Regel der Nichteinmischung, dass vielleicht solche fremden Zivilisationen nicht einfach nach Belieben mit uns Kontakt aufnehmen könnten oder eingreifen könnten oder dürften in unser weil dann eine Zivilisation zu sehr in ihrer natürlichen Anwendung beeinflusst werden können. In der Tat aus, dass die Menschheit derzeit vor allem durch negative oder eine negative Spezies da beeinflusst ist. Und das sind meinen Erkenntnissen tatsächlich solche Reptiloidenwesen, die ja von David Icke schon lange beschrieben werden. Wo aber man sagen muss, gerade auch die UFO-Forschung bislang das eigentlich gar nicht ernst genommen hat. Und selbst diejenigen, die an UFOs glauben und an Graue vielleicht glauben, sagen, okay, die Reptilien, das ist jetzt wirklich irgendeine bizarre Verschwörungstheorie. Aber ich muss sagen, also durch meine Forschung, durch Kontakte zu Menschen, die wiederum mit solchen reptiloiden Wesen Erfahrung gemacht haben, durch eigene Kontakte im Rahmen von Hypnosesitzungen, wo Kommunikation zustande kam oder höchstwahrscheinlich zustande kam mit solchen reptiloiden Wesen, und zwar mehrfach und mit verschiedenen Personen, gehe ich davon aus, dass da schon was dran ist und dass die tatsächlich, und das lässt sich auch, und da schreibe ich dann, oder gehe ich im Teil 2 meines Buches dann näher drauf ein, es lässt sich anhand von historischen Quellen und auch Überlieferungen und so weiter sehr schön nachweisen. Man findet mal sehr viele Hinweise auf diese Spezies und auf deren Praktiken, dass die Menschheit halt von denen maßgeblich da kontrolliert wird. Aber eben halt auch nicht in offener Feindschaft oder offener Beherrschung, sondern auch da läuft es halt sehr auf einer ja, unbewussten Ebene vorwiegend ab. Also dass offenbar Menschen unter dem Einfluss stehen von solchen Wesen. Wir wissen es gar nicht. Vielen ist es vielleicht auch bewusst und dann durch Täuschung, Manipulation, auch mithilfe dann von Mind-Control-Techniken, also dass wiederum diese satanischen Kulte, die kontrolliert werden oder auch Geheimdienste, die kontrolliert werden von diesen Kreisen,
dann Menschen auch für ihre Zwecke abrichten und programmieren. Und es durchaus natürlich sein kann, dass diese Wesen aber auch verhindern, dass wiederum positive Wesen vielleicht auch zu unserer Unterstützung eingreifen. Auch das muss ja nicht offen geschehen. Und ich gehe eher davon aus, dass im Hintergrund da vielleicht auch solche positiven Eingriffe geschehen. Ähnlich wie bei diesem Implantatfall rauskam, dass scheinbar da ein großer Zusammenschluss von Wesen da uns schon lange beobachtet und da auch immer wieder Impulse setzt. Indem zum Beispiel dann Erfindungen unbewusst quasi suggeriert oder inspiriert werden und dann halt ein Forscher sozusagen eine Entdeckung macht und sich fragt, wie kam er jetzt sozusagen auf diese geniale Idee, die dann zu einem Durchbruch führte. Also insofern, da wir wenig davon bis gar nichts offen mitbekommen, spricht zumindest was dafür, dass im Hintergrund von beiden Seiten da Aktionen laufen. Ja, ist interessant, interessanter Gedanke mit dem Erfinder. Ja. Wie bist du denn auf diese Sachen gestoßen? Was hast du da für Belege, dass du auch sagen kannst, das ist jetzt wirklich kein Quatsch, was du da erzählst? Ja. Muss man differenzieren. Also, wie gesagt, ich hatte mich zunächst mit dem UFO-Phänomen ganz allgemein befasst und da eigentlich relativ schnell festgestellt, ja, die Beweislage dafür, dass es UFOs gibt, die ist überwältigend. Es gibt so viele hochrangige Zeugen, wenn man sich da anschaut, an die Pressekonferenz von Stephen Greer 2001, da in Washington, wie nennt er sich, ich glaube, Press Club und ähnliches. Aber auch halt, wenn man überlegt, wie viel allein staatliche UFO-Untersuchungsbehörden es gibt. Also Frankreich, was kaum jemand hier in Deutschland weiß, hat eine staatliche UFO-Untersuchungsbehörde schon seit vielen Jahren. Jetzt kam raus, das Pentagon hatte so ein Programm, hatte davor dann schon ja in den 50er und 60er Jahren das Project Blue Book, wo auch sehr viele Fälle untersucht worden sind. Und tatsächlich ein großer Teil dann auch nicht aufgedeckt werden oder erklärt werden konnte. So dass das für mich relativ schnell außer Frage stand. Da kann man eigentlich sehr schnell auch über seriöse Seiten, also zum Beispiel eine schöne Seite von einem Kollegen ist www.das-ufo-phänomen.de. Da hat er sehr viele Studien und Belege und Fälle mal zusammengestellt. Aber es gibt natürlich auch im Internet andere gute Seiten, die solche seriösen Fälle dort bringen. Da kann man sich da selber eigentlich ganz, ganz gut von überzeugen, so dass ich mich recht schnell dann diesem Kontaktphänomen zugewendet habe. Und da für mich natürlich dann auch wichtig war, herauszufinden, ist da was dran, weil ich zunächst mal nur die Literatur aus den USA kannte, von Bud Hopkins, von Professor Mack, von ja, Kathleen Turner und anderen. Ja, wen gibt es da noch? Den Historik, wer ist das nochmal? David Jacobs und also eine ganze Reihe gibt es da, die solche Bücher dann verfasst haben und von solchen Fällen berichten. Und obwohl die einen seriösen Eindruck machen und die Fälle in sich eigentlich konsistent sind, wollte ich halt da tatsächlich nochmal eine Sicherheit. Und ich kann sagen, dadurch, dass ich dann anfing, hier in Deutschland zu forschen und bekannt wurde auch, dass ich mich für das Thema interessiere. Und ich habe dann auch eine Hypnoseausbildung gemacht und die Zulassung für den sogenannten Heilpraktiker für Psychotherapie erworben. Das heißt, damit darf man dann auch psychotherapeutisch arbeiten. Haben sich dann bei mir halt, wie gesagt, Menschen gemeldet, die sagten, wir haben möglicherweise solche Kontakterfahrungen. Auch da war es natürlich so, dass bei vielen sich dann recht schnell rausstellte, dass da höchstwahrscheinlich oder eher nichts dran ist. Bei manchen aber dann ja, bei der näheren Untersuchung doch klar wurde, da steckt mehr hinter. Nämlich das sind dann so Fälle, wo beispielsweise dann nicht nur die Mutter, die zu mir kommt, solche Erfahrungen hat, sondern sich dann rausstellt, die Kinder berichten dann auch von solchen Kontakterfahrungen, haben vielleicht auffällige Körpermerkmale wie
besonders angeordnete blaue Flecke, die auf einmal da sind und ähnliches. Es wird von Scheinschwangerschaften berichtet, wobei Scheinschwangerschaft eigentlich der falsche Begriff ist. Ist eher eine, ja, eine sozusagen unerklärliche Schwangerschaft, weil die Frau ist manchmal sogar, ohne es sozusagen technisch möglich ist, auf einmal schwanger. Stellt das fest, geht zum Arzt, da wird manchmal vielleicht sogar auf dem Ultraschall festgestellt, dass tatsächlich eine Schwangerschaft vorliegt oder sogar ein Herzschlag ist feststellbar, und dann nach etwa 3 Monaten ist diese Schwangerschaft dann auf einmal wieder verschwunden, ohne dass es eine ärztliche Erklärung für gibt. Und das ist halt ein Vorgang auch, den ich aus den USA, aus der Literatur kannte und eigentlich gar nicht damit gerechnet hatte, dass ich den hier überhaupt antreffen würde in Deutschland. Und dann aber mehrere Frauen kennenlernte, die genau mir davon berichtet haben. Und auch die amerikanische Literatur dazu gar nicht kannten, und sehr überzeugend da solche Erfahrungen dann mir berichtet haben, sodass ich dann am Ende sagen konnte, aufgrund der Vielzahl von Personen, und das sind dann keine Spinner gewesen, es sind Menschen, die ganz normal im Job nachgehen und da im Alltag ja, sich nicht von anderen Menschen unterscheiden, aber eben halt oft schon seit frühester Kindheit entsprechende Erfahrungen haben und da einfach wissen möchten, was steckt dahinter und gibt es andere, die auch so Erfahrungen vielleicht haben und Ähnliches erleben. Und da sich diese Muster immer wieder erholt haben und ich, wie gesagt, zum Teil Details dann gehört habe von Menschen, die sich zumindest nicht mit der Literatur befasst haben und das gar nicht wissen konnten, dass in irgendeinem Bericht genau dieses Detail dann auch auftaucht, war zumindest die Anzahl der Indizien, dass da an diesen Kontakterfahrungen etwas dran ist, schon so stark, dass ich sagen musste, okay, ich muss das als real anerkennen, gerade wenn auch, wie gesagt, dann mehrere Generationen betroffen sind oder Körpermerkmale vorliegen oder ähnliches. Ja. Und das ist sozusagen das eine, dass man sagen kann, einfach die Übereinstimmung der Berichte weltweit bis hin, wie gesagt, zu anderen Kulturen wie Mayas oder nordamerikanischen Ureinwohnern, die spricht dafür, dass tatsächlich an diesem Phänomen was dran ist. Und ein ganz anderes Thema wäre jetzt halt, worüber wir natürlich auch sprechen können, dann dieses Thema hier der rituellen Gewalt und Satanskulte und auch CIA, was die so an ja, Mind-Control-Verbrechen treiben, was sich auch wiederum gut nachweisen lässt. So. Ja, was ich mich halt oft gefragt habe, ist, wie viel gibt es denn davon in Deutschland? Man bekommt ja, wenn man ein bisschen recherchiert, bekommt man ja viel mit, dass in Amerika viel passiert. Und Ja. ich selber finde es so offensichtlich, wie stark Symbolik in Musikvideos, in Filmen und so weiter benutzt wird. Aber wenn ich so recherchiere, und nach Ähnlichem aus Deutschland suche, dann finde ich jetzt gar nicht so viel. Was hast du denn Ja. da? Also Richtung jetzt hier diese satanischen Kulte, Illuminati und die Dinge sprichst du an? Oder? Ja, Ja, genau. Also genau. das spreche Ja, ich an, aber okay, natürlich genau. auch das andere, ja. Ja, weil, und das stimmt natürlich, gerade in ja, Musikvideos, manchmal in Filmen, ja, immer wieder gerade diese Illuminati-Symbolik, also allsehendes Auge, aber auch irgendwelchen satanischen Symbole auftauchen, wo man sich dann fragen kann, was soll das? Was steckt dahinter? Zum Teil ist es sicher einfach nur Show oder man übernimmt es halt als Künstler und da steckt dann gar nicht mehr hinter, zum Teil aber eben schon. Ein konkretes Beispiel zu nennen, es gibt das Musikvideo zu Wide Awake von Katy Perry, was ich auch in meinem Buch näher beschreibe, das Szenen enthält, die ganz klar eine Persönlichkeitsspaltung beschreiben,
die sowohl von der CIA im Rahmen von Project MK Ultra als auch von den satanischen Kulten angewendet wird. Das heißt, verkürzt gesagt, es werden Kinder in eine nahtodähnliche Situation gebracht durch Folter, durch Missbrauch, durch Drogen, wo als letzter Bewältigungsmechanismus sich dann die Persönlichkeit aufspaltet. Das heißt, da entsteht ein neuer Persönlichkeitsanteil, der dann dieses Horrorszenario, diese Schmerzen, diese Angst dann auf sich nimmt, damit er sozusagen die Kernpersönlichkeit unbeschadet das überstehen kann. Und nach dem Trauma erinnert sich in der Regel auch dann dieser neu entstandene Persönlichkeitsanteil nicht mehr an das, was da passiert ist, und wird halt eben auch nach hochkomplexen Methoden von diesen satanischen Tätern oder den Menschen aus den Geheimdienstkreisen dann benutzt, dieser neu geschaffene Persönlichkeitsanteil, um ihn zu programmieren. Da werden dann sehr komplizierte innere Welten geschaffen mit verschiedenen Persönlichkeitsanteilen, die verschiedene Funktionen übernehmen. Da könnte man allein dazu stundenlang erzählen, was sich diese Täter da alles einfallen lassen, um da im Inneren, sozusagen in der Psyche eines Menschen, ein möglichst fehlerfreies und nicht aufzudeckendes System erschaffen. Also bis hin zu Selbstmordprogrammen, die da ausgelöst werden, wenn ein Therapeut mit so jemandem arbeitet und Dinge aufdeckt und ähnliches. Und da ist es tatsächlich so, in diesem Musikvideo von Katy Perry, dass so eine Persönlichkeitsspaltung da beschrieben wird und viele Dinge, die da vorkommen, auch Schmetterlinge, die immer wieder auftauchen und ein Symbol sind für Project Monarch, also hier den Monarchenfalter da symbolisieren. Also das war eine Bezeichnung für ein so ein MK-Ultra Mind-Control-Programm. Viele Szenen lassen sich überhaupt nicht erklären, die machen überhaupt keinen Sinn in diesem Musikvideo, und sind aber auch von der Allgemeinheit, die kann die gar nicht verstehen, außer diejenigen, die sich wirklich mal mit dieser Thematik näher befasst haben. So dass das eigentlich für den normalen Zuschauer gar keinen Wert hat und gar keine Bedeutung hat, was da gezeigt wird. Also insofern kann man da schon von ausgehen, dass in dem Video einfach das so eine Art Machtdemonstration ist, dieser Illuminati-Kreise, und zeigt, man kann hier offen das Thema im Prinzip ansprechen, und es stört doch keinen und führt nicht irgendwie zur Aufdeckung oder zu einem Skandal. So dass man sagen kann, es findet auf jeden Fall in den USA, in Hollywood, Anwendung da dieser Symbolik. Und ja, in Deutschland, gut, hat man einfach nicht auf dem Level natürlich Film, Musik. Da findet man sehr viel weniger, wobei auch da vereinzelt Symbole anzutreffen sind. Aber es tatsächlich so ist, dass diese satanischen Kulte eben nicht nur in den USA aktiv sind, was man jetzt natürlich nicht ableiten kann von diesen Musikvideos und den Symbolen, sondern vor allem daran, dass halt sehr viele Überlebende aus diesen Kulten bei Therapeuten gelandet sind in den USA, gerade ab den 90er Jahren. Das wurde dann als sogenannte Satanic Panic immer in den Medien runtergeredet und gesagt, dass sind alles False Memories. Da wurde dann die False Memory Syndrome Foundation gegründet, die auch gegen solche Therapeuten vorgegangen ist und gesagt hat, die setzt ihren Patienten da diese Erinnerungen, werden dann sozusagen eingepflanzt, um da ihre Angehörigen in Misskredit zu bringen, zu beschuldigen. Und dann tatsächlich viele Therapeuten auch Angst hatten, mit solchen Menschen zu arbeiten, weil sie Angst hatten, dann in irgendwelche Schadensersatzprozesse reingezogen zu werden. Insofern war das durchaus erfolgreich, dann diese Propaganda der False Memory Syndrome Foundation, wo auch nachweislich zum Beratungsboard dort Personen, also Psychiater, gehörten, die für MK Ultra gearbeitet haben. Das lässt sich im Einzelnen aufzählen. Abgesehen davon, dass die Gründer auch dieser Foundation
da Äußerungen in Richtung Pädophilie gemacht haben, dass sie das befürworten und ähnliches. Und das ist sozusagen das, was da in den USA hochkam, nämlich diese ganzen Fälle, die immer mehr wurden über die Jahre, die man eben nicht mit False Memories einfach weg erklären kann, wo mittlerweile dann ja, viele renommierte Forscher oder Therapeuten auf dem Gebiet auch Bücher geschrieben haben. Also ich habe da mal einige stehen, die ich für mein Buch dann auch ausgewertet habe, von zum Beispiel Randy Noblett, von ja, einer ganzen Reihe von Alison Miller. Also wenn man da mal Ritual Abuse als Stichwort eingibt, kommt man da schon auf einige Fachliteratur, also Handbücher, vorwiegend eigentlich für Therapeuten geschrieben, die all diese Fälle beschreiben im Detail, auch genau beschreiben, wie die Täter da, was für Programmierung die da vorgenommen haben, zum Teil dann auch Hilfestellung geben, wie man solche Programmierung dann wieder auflösen kann, sodass das sehr gut abgesichert ist in den USA, aber eben, und jetzt kommen wir zu Deutschland, mittlerweile hier genauso gut abgesichert ist. Also auch hier gibt es mittlerweile eine Vielzahl an sehr guten Fachbüchern von Therapeuten geschrieben, wo eben Fälle aus Deutschland behandelt werden. Es gab Datenerhebungen von dem sogenannten Arbeitskreis Rituelle Gewalt, der in mehreren kleinen Bundesländern mal alle Vertragstherapeuten und auch so Beratungseinrichtungen angeschrieben hat mit einem Fragebogen, wo auch dann eine große Anzahl von diesen Therapeuten als glaubwürdig eingestuften Fällen von ritueller Gewalt berichtet wurden, inklusive 42 Tötungsdelikten, die Betroffenen dann ihren Therapeuten von erzählt hatten und Ähnlichem. Mittlerweile große Konferenzen stattfinden. Da gab es im Mai 2019, jetzt letztes Jahr, eine Konferenz, die vom Bistum Münster, das eine Sektenberatungsstelle betreibt, ausgerichtet wurde, wo 140 Therapeuten, Betroffene, auch einzelne Polizeibeamten und so weiter zusammenkamen, auch Mediziner, und über diese Fälle diskutierten, sodass man sagen kann, das ist leider tatsächlich hier dieses Phänomen genauso präsent. Auch hier sind diese satanischen Kulte aktiv. Auch hier werden Kinder abgerichtet, also sozusagen gefoltert, missbraucht, mit Mind-Control-Techniken bearbeitet. Auch hier gibt es Opferungen und Ähnliches. Und so hört man es halt auch aus anderen Ländern, sodass man hier tatsächlich von einem weltumspannenden System ausgehen muss. Ja, an dieser Stelle kann man vielleicht das sehr umstrittene Lied von Xavier Naidoo oder von Savage erwähnen. Wo sind sie jetzt? Wo in der Presse gesagt wurde, das wäre ein homophobes und gewaltverherrlichendes Lied, wobei der Text ja wirklich absolut einfach nur darstellt, was dort passiert, Ja. in diesem ritualen Missbrauch und Gewaltbereichen, weil es ist ja Ja. nicht nur Missbrauch an sich, und ich glaube, das sind Sachen, die kann und will man sich auch gar nicht vorstellen, was da passiert. Aber so krass, wie der das ausdrückt, so ist es ja leider auch. Ja. Ja, absolut. Also, man hört immer wieder dieselben Dinge, die dort in diesen Kulten passieren. Also neben dem sexuellen Missbrauch, der da an der Tagesordnung steht, der auch gezielt eingesetzt wird, um Kinder letztendlich zu brechen und zu diesen Persönlichkeitsspaltungen zu kommen, in Kombination dann mit Folter und Reizentzug und einer Vielzahl an verschiedenen Techniken, die da eingesetzt werden. Daneben, wie gesagt, stößt man immer wieder auf Folterungen, man stößt auf Opferungen. Es geht darum, dass Brüterinnen oder im Englischen Breeders genannt, Kinder oder Föten allein zu dem Zweck produzieren, dass sie gleich nach der Geburt dann getötet werden, oft von der eigenen Mutter sogar unter Zwang. Kannibalismus wird immer wieder berichtet.
Also das sind keine Horrorfantasien, sondern das ist sozusagen Horrorrealität nach den übereinstimmenden Aussagen hier all dieser Zeugen weltweit, auf die man hier trifft. Insofern sind diese Inhalte in dem Text natürlich nicht übertrieben, sondern beschreiben das, was da tatsächlich vor sich geht. Dass, wenn man da natürlich eine bestimmte Textpassage rauspickt, man das als homophob dann einstufen könnte. Klar, man kann immer was aus dem Zusammenhang reißen und dann anders darstellen. Aber wenn man natürlich auf den Gesamtkontext hier sehen muss, um was es hier geht, nämlich rituelle Gewalt, dann hat das jetzt nichts mit Schwulenhass oder sowas zu tun, sondern richtet sich eben gegen die Verbrechen, die an Kindern von diesen Sekten da verübt werden. Und man muss natürlich auch sagen, dass diese Kreise, diese satanischen Kreise, nicht nur ihre Rituale durchführen, sondern auch sehr eng mit dem organisierten Verbrechen zusammenarbeiten. Das heißt, es gibt einen regen Austausch im Hinblick auf Kinderprostitution und Kinderpornografie, bis hin zu Snuff-Filmen, von denen man immer wieder hört aus diesen Kreisen, also Filme, wo Kinder dann bis zum Tod missbraucht und gefoltert werden. Und insofern muss man das in diesem Kontext sehen. Und von daher war das sehr wichtig und mutig, da so ein Lied zu machen, wenn auch es leider nicht dazu geführt hat, dass dieses Thema hier irgendwie von den Mainstream-Medien mal aufgegriffen worden ist. Ich selber hatte verschiedene Redakteure oder eine ganze Anzahl von Redakteuren angeschrieben und auf diese wirklich die Fakten mal hingewiesen, also wie auf diese Konferenz der Therapeuten, auf die Fachliteratur, auf die Datenerhebung und hier nur dieses Thema rituelle Gewalt mal angesprochen. Nichts jetzt hier von MK-Ultra oder Illuminati oder ähnliches. Und habe dann nahezu null Feedback bekommen. Ein Redakteur hat sich jetzt nochmal gemeldet vor 2 Monaten. War der interessiert? Ich habe ihm sehr gute Quellen, ganz seriöse Quellen geschickt. Er hat gesagt, ja, er prüft das. Also bislang hat er auf mehrfache Nachfrage gar nicht mehr reagiert, also nicht geantwortet. Vielleicht kommt da noch was, vielleicht auch nicht, aber so ist leider bislang das Bild, dass hier die Mainstream-Medien da einen Riesenbogen um diese rituelle Gewalt machen, und man sich auch fragen kann, wie kann es sein, dass die Therapeuten das Thema seit 30 Jahren kennen, zu über 100 in Konferenzen zusammenkommen und es nicht geschafft haben, da mal eine Pressekonferenz abzuhalten und auf das Thema aufmerksam zu machen, sondern sich, wie gesagt, bislang darauf beschränkt haben, dann Fachliteratur zu schreiben. Und insofern sind solche Aktionen von Menschen, die viel erreichen, wie hier vom Xavier Naidoo, auf jeden Fall sehr wichtig, wenn er natürlich da auch man dann rechnen muss mit extrem Gegenwind zu erfahren. Ja, absolut. Und wie kann es denn sein, dass sowas so verbreitet ist, und diese Leute nicht einfach festgenommen werden? Also ich kann mir halt vorstellen, dass viele sich selber sagen, hä, das kann doch gar nicht sein, das müsste doch verfolgt werden, diese Leute müssten doch festgenommen werden. So, also Genau, ja, genau, das wäre so die vernünftige Reaktion. Besonders schön sieht man es in den USA. Da gibt es 2 bekannte Fälle, den sogenannten Franklin-Skandal in Omaha, Nebraska, wo der Missbrauch aufgedeckt wurde von zahlreichen Zeugen. Aber auch dann Hinweise, es gab auf ja, MK-Ultra und rituelle Gewalt. Und da hatte man wirklich extrem viele Zeugen zusammen mit übereinstimmenden Aussagen, was locker ausgereicht hätte, die dort beteiligten, sehr hochrangigen Täter, also Politiker war das und andere Hochrangige, da verurteilen zu können, aber da ist es wirklich dann diesen sehr gut vernetzten und sehr mächtigen Tätern gelungen. Und es ging so weit, dass da ein Ermittler
nachdem er wichtige Beweise eingesammelt hatte und auf dem Rückflug war mit seinem Sohn, das Flugzeug da vom Himmel gestürzt ist, Zeugen ums Leben kamen oder Angehörige von Zeugen ums Leben kamen. Also mit sehr massivem Druck und auch sehr tragischen Aktionen es geschafft wurde, tatsächlich am Ende keine oder alle Ermittlungen dann im Sande verlaufen zu lassen. So dass man leider davon ausgehen muss, und das kann man sich wirklich immer schwer vorstellen, dass der Einfluss dieser Täterkreise doch sehr weit reicht, weil man ja glauben sollte, okay, es kann ja nicht jetzt jeder Richter oder jeder Staatsanwalt oder jeder Ermittlungsbeamte, der jetzt unter Kontrolle hier der Illuminati oder wie man sie nennen will, stehen. So ist es sicher auch nicht, aber offenbar schaffen sie es trotzdem immer wieder, indem sie zumindest gewisse Entscheidungsträger kontrollieren, die dann nach unten die Anweisung natürlich weitergeben können, sowas zu verhindern. Also ich kenne zum Beispiel einen Fall aus Deutschland, wo so rituelle Gewalt im Rahmen einer Organisation ans Tageslicht kam, durch die Arbeit einer Therapeutin, wo extrem umfangreiche, detaillierte Anzeigen mehrfache zur Staatsanwaltschaft gebracht worden sind, wo Namen genannt wurden, Tatorte genannt wurden und Kennzeichen genannt wurden und am Ende alle diese Anzeigen dann nicht weiter verfolgt worden sind, und sogar die Therapeutin für 10 Monate in Untersuchungshaft gelandet ist, weil ihr vorgeworfen wurde, sie hätte ihre Patienten da beeinflusst und letztendlich auch dann sie dahin getrieben, von den Tätern sozusagen Geld zu unterschlagen und ähnliches. Und daran sieht man leider, dass es sehr, sehr schwierig ist, bis hin unmöglich ist, da wirklich mal die Täter zu verhaften und so einen Fall aufzudecken. Aber das ist halt auch nur die eine Ebene, sozusagen, dass die Strafverfolgungsbehörden da offenbar in Teilen zumindest kontrolliert werden. Die andere Ebene ist, dass halt die Kulte selber da schon sehr viele Sicherungsmechanismen einbauen, dass es gar nicht so weit kommt, ja, indem durch die Mind-Control-Techniken sich die Opfer gar nicht daran erinnern, was da passiert ist. Also das ergab jetzt auch eine aktuelle Studie, die hier online von der unabhängigen Aufarbeitungskommission heißt, die durchgeführt wurde, dass es über 20 Jahre dauert, ich glaube, da waren es sogar 26 oder 28 Jahre im Durchschnitt, bis sich die Täter an diesen Missbrauch überhaupt erinnern. Also so lang sind diese Gewalttaten sozusagen fest im Unterbewusstsein versiegelt, und sogar so, dass zunächst mal nach Jahren, nach vielen Jahren, oft sich die Betroffenen erstmal nur an Missbrauch erinnern und sogar diese noch schlimmere rituelle Komponente dann noch mal viel später erinnert wird. Und zu der Zeit, ist es dann gar nicht mehr möglich, Tatorte ausfindig zu machen oder die sind längst verlassen. Täter sind oft schon tot und zudem sind immer noch diese psychischen Sicherungen eingebaut, dass nicht nur Erinnerungslücken da konstruiert sind, dass vielleicht auch Falscherinnerungen extra eingepflanzt worden sind an falsche Orte oder falsche Täter, dass Selbstverletzungs-, Therapieverhinderungs-, Selbstmord, Rücklauf und Kontaktaufnahmeprogramme dann ablaufen und zwar automatisch, sodass zum Beispiel jemand, der in Therapie ist, entweder auf einmal den Therapeut angreift oder immer wieder, auch das kam häufig vor, dem Kult dann berichtet von den Fortschritten in der Therapie und solche Dinge. Und all das führt im Ergebnis dazu, dass man da leider es sehr schwer hat, da dann tatsächlich gegen vorzugehen. Ja, jetzt kann man sich vielleicht fragen, okay, warum sollten die das machen? Was haben diese Leute davon? Also die Täter, meine ich. Ja.
Glauben die jetzt wirklich, dass irgendwo ein Satan sitzt und sich daran freut, wenn die das machen? Oder was ist der Sinn davon? Ja, also es scheint so, dass tatsächlich bei diesen satanischen Kulten ein Glaube an solche dämonischen Kräfte existiert, das sozusagen nicht nur vorgespielt wird. Es mag bei einzelnen Mitgliedern vielleicht anders sein, aber sozusagen die Spitze, die gehen da schon davon aus, dass zum Beispiel auch bestimmte Rituale einen energetischen Effekt haben, ja, also, oder man zum Beispiel auch durch den Verzehr von Menschenfleisch oder das Trinken von Blut dann die Energie des Opfers in sich aufnimmt und ähnliche Dinge. Also daran glauben die schon, das ist das eine, und glauben wohl auch, dass sie dann durch die Energien, die sie da produzieren, quasi sich diese Dämonen auf einer anderen Ebene davon quasi ernähren, ja, dass sie ihnen da durch diese Rituale diese, ja, ich nenne es mal negativen Energien zuführen. Das andere ist, dass, und das kann man sogar so nachlesen auf der Internetseite davon Bistum Münster, diese Kulte auch tatsächlich ein satanisches Weltreich anstreben, wie immer das dann aussehen mag, aber tatsächlich seit Generationen schon darauf hinarbeiten, bestimmte ja, Schaltzentralen der Macht in unserer Gesellschaft zu besetzen. Das heißt, die Kinder, die da abgerichtet werden, das hat zum einen den Zweck, um mit denen Geld zu verdienen durch Kinderprostitution und ähnliches oder Drogenhandel, Waffenhandel, Pornografie und so weiter. Aber auch diese Kinder von klein auf zu Tätern abzurichten. Also die müssen von klein auf auch lernen, andere Kinder zu quälen und zu missbrauchen. Das widerspricht zwar zunächst der menschlichen Natur, aber wenn dann das Kind die Wahl hat, das andere Kind zu foltern oder es wird selber gefoltert und es wird ihm gesagt, wenn du es jetzt nicht machst, dann foltern wir eben hier dieses andere Kind und das noch viel, viel schlimmer. Da bleiben sozusagen gar keine Optionen mehr übrig, als sich so zu verhalten, wie von den Tätern gewünscht. Das heißt, da werden ganz gezielt diese Kinder von klein auf dann zu späteren Tätern da abgerichtet. Und tragen auf diese Weise von einer Generation zur nächsten diese Tradition dann, wenn man so will, diese satanische Tradition und diese Glaubensvorstellung weiter und schaffen es halt auch, indem Kinder zum Beispiel dann, ja, oder die Jugendlichen später oder wenn sie älter sind, gezielt ein Fach studieren, wie jetzt sagen wir Jura oder so, um halt eben eine Stelle da mal als Richter oder Staatsanwalt zu übernehmen. Oder einen Lehrerjob oder in einem Jugendamt oder wie auch immer, um halt da Einfluss zu gewinnen. Und dazu kommt halt auch, und das ist ein ganz wichtiger Faktor, sowohl bei den Kulten, aber auch vor allem auch bei der CIA, dass natürlich ganz massiv auch diese Kinderprostituierten eingesetzt werden, um Personen erpressbar zu machen, ja, dass die mit denen zusammengebracht werden. Da kommt vielleicht dann noch Drogen mit ins Spiel. Das Ganze wird gefilmt und auf die Weise hat man natürlich dann am Ende denjenigen von dem Zeitpunkt an für immer in seiner Gewalt. Und derjenige macht dann das, was dieser Kult oder die CIA dann benötigen und braucht. Ja. Und insofern läuft schon am Ende alles darauf offenbar hinaus, hier ein ganz neues Herrschaftssystem auf der Erde einzuführen, was letztendlich identisch zu sein scheint mit der sogenannten neuen Weltordnung, die man dann auch hört, weil eben sowohl hinter den Kulten als auch hinter den ja, Programmen, die da bei der CIA ablaufen, am Ende doch dieselben Drahtzieher stecken, nämlich solche satanischen Familien, was auch bei der CIA die Therapeuten sich gewundert haben, dass die Opfer oft dann Verwandte hatten mit hochrangigen Positionen beim Militär oder NASA oder ähnlichen Behörden. Ja. Insofern, in beiden Fällen geht es sozusagen um die Blutlinien, um die Familien, die da hier ihre
Macht aufbauen. Würdest du denn sagen, dass das, was zurzeit hier auf der Welt passiert, dass das im Zusammenhang steht, also sei es jetzt mit neuen Gesetzen, die eingeführt werden, wie ich glaube, in Deutschland gibt es jetzt Zwangsimpfung für Masern, stimmt das? Ich glaube schon, ich bin ja jetzt selber Ja. nicht ganz sicher, aber ich meine, dass das in der Tat vor kurzem geändert wurde, ging durch die Medien. Also insofern, klar, also es tut sich immer wieder was in der Gesetzgebung, was die Freiheitsrechte einschränkt. Natürlich jetzt ganz aktuell nochmal durch die Corona-Krise, kriegen wir es nochmal ganz extrem vor Augen geführt, wie schnell eine Kombination aus öffentlicher Angst und Medienbeschallung dazu führt, dass in kürzester Zeit dann die Menschen freiwillig auf ihre Rechte natürlich verzichten. Aber auch da ist natürlich im Einzelnen sehr schwer absehbar, was steckt dahinter oder steckt halt im einzelnen Fall da ein Plan hinter. Was man jetzt zum Beispiel bei der Corona-Krise, könnte ich es jetzt nicht sagen. Ist das jetzt wirklich ein zufällig ausgetretener Virus? Wurde der extra ausgesetzt? Ist der jetzt so gefährlich? Wird das nur als gefährlich hier dargestellt und ist eigentlich nicht schlimmer als jede jährliche Grippe und ähnliches? Aber es kommt, meine ich, auch gar nicht so drauf an. Viel interessanter ist eigentlich zu sehen, wie eben diese Angst der Menschen durch Medien aufgebaut dazu führt, dass Menschen freiwillig ganz schnell ihre Rechte aufgeben und Maßnahmen durchführbar sind, die man kurz vorher gar nicht für möglich gehalten hätte. Ja, weil genau das wird am Ende das Szenario sein, was auch so eine neue Weltordnung dann einführt. Also da wird man auch einen extremen Zustand, der dann zu extremen Maßnahmen berechtigt. Ja. Glaubst du also quasi, ist das System, dass die Machtgeber versuchen, dass der Mensch etwas in Anführungszeichen freiwillig abgibt, wie die eigene Freiheit oder Genau. und so weiter, die Gesundheit und so weiter, ja? Ja, also das scheint so die Vorgehensweise zu sein, die diese Täter anstreben, also Zustände herzustellen, damit die Menschen genau nach dem verlangen, was man eigentlich im Sinn hatte. Da kommen wir sozusagen dann auch wieder auf diese UFO-Medienkampagne zu sprechen, wo ich davon ausgehe, erstens diese Kampagne, die da läuft, auch über die sogenannte To the Stars Academy, die sich sozusagen als private Stiftung hier ausgibt, dass das Ganze gar nicht möglich war ohne Zusammenarbeit beispielsweise mit dem Pentagon, dass da hier solche Videos einfach veröffentlicht werden aus Cockpits, dass Piloten über ihre UFO-Sichtungen berichten. Also ohne Freigaben kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles möglich gewesen wäre, woran man schon sieht, da steckt mehr hinter und eben, weil man sich fragen muss, warum 70 Jahre Tabu und jetzt auf einmal eine komplette Kehrtwendung, was ist der Plan dahinter? Und da gehe ich schon davon aus, dass man, so hört man es auch halt schon heraus aus den Meldungen, es wird immer auf die nationale Sicherheit der USA abgestellt, dass da am Ende ein Bedrohungsszenario ja, geschaffen wird. Und das ließe sich ja recht leicht fälschen. Ja, da müsste man ja nur behaupten, ein Kampfjet wurde jetzt von einem dieser UFOs, die man da seit Monaten auf den Videos zu sehen bekommt, abgeschossen. Das muss gar nicht echt passiert sein. Um zu sagen, okay, jetzt müssen wir uns hier zusammenrotten unter einer Führung global und extreme Maßnahmen ergreifen gegen diese fremde Bedrohung. Und das ist ein Szenario, was sogar Reagan schon in den, ich glaube, in den 80er Jahren war es, vor der UN mal angesprochen und beschrieben hat. Und wenn wir überlegen, jetzt allein ein Virus, der bislang deutlich weniger Tote gefordert hat, als es die jährliche Grippe allein in Deutschland tut. Allein diese Angst hat dazu geführt, dass wir hier in vielen Ländern schon
Ausgangssperren sogar hinnehmen, ja, und alle möglichen anderen Maßnahmen. Und wahrscheinlich Deutschland wird es auch irgendwann eine Ausgangssperre geben. Wie wäre das erst, wenn sich jetzt hier ein US-Präsident oder wer auch immer hinstellt und sagt, wir müssen uns sagen, UFOs gibt es wirklich und wir werden von denen bedroht und die haben hier jetzt kürzlich eins unserer Kampfflugzeuge abgeschossen oder was auch immer getan. Ja, zu welchen Maßnahmen wären dann die Menschen erst bereit? Das kann man sich kaum ausmalen, ja. Ja, wobei die Frage ist, wenn es jetzt Trump natürlich sagt, dann löst es natürlich wahrscheinlich auch sehr viel Skepsis aus in Ja. Deutschland. Ich glaube, das würde wahrscheinlich erst größer werden, wenn auch die deutschen Medien das übernehmen und deutsche Politiker dann was Genau, sagen ja. oder andere US-Politiker. Ja, 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 ja. Ja, genau, das wäre in der Tat die Frage, wenn es darauf hinausläuft und man sozusagen hier nach dieser ganzen Medienkampagne, und bislang sind es, wie gesagt, ja nur Medienberichte und Aussagen von einzelnen hochrangigen, meist Ex-Pentagon- oder CIA-Leuten. Aber jetzt sozusagen keine bislang offiziellen Statements. Der Trump hat sich mal kurz dazu geäußert im Interview, als er darauf angesprochen wurde. Da hat er sich recht bedeckt gehalten oder das offen gelassen. Und natürlich sagen jetzt ja auch manche, dass Trump eben nicht für diese Kabale oder den Deep State steht. Also insofern wäre es jetzt nicht logisch, dass er so eine Ankündigung macht und da sozusagen das auslöst, wenn das so stimmt. So dass in der Tat die Frage wäre, wer würde das dann verkünden? Vielleicht spekulieren auch diejenigen, die da hinterstehen, drauf, dass zu der Zeit dann wieder ein anderer Präsident an der Macht ist, der da auf dieser Seite steht. Und genau, also so müsste es ablaufen. Das müsste wahrscheinlich dann tatsächlich in der Abstimmung mehrere Regierungsvertreter von mehreren Ländern oder wie auch immer kommuniziert werden. Ja, es gibt ja jetzt auch sehr viele, nicht jetzt, es gibt ja auch sehr viele Serien und Filme, die bestimmte Szenarios in Anführungszeichen vorhergesagt haben. Und ich glaube, weil man das Wort Vorhersagen benutzt, wird es doch oft nicht ernst genommen, sondern es ist ja eher eine Programmierung, um die Leute quasi auf etwas vorzubereiten. Kannst du das so ein bisschen beschreiben? Ja, es ist natürlich so, gerade natürlich Kino und Medien haben einen großen Einfluss auf uns, dass selbst wenn ein, ja, ich sag mal so, was man ja häufiger schon hatte in Hollywood-Filmen, dass irgendwelche bösen Aliens die Erde angreifen, sind das natürlich Informationen, die ganz klar zunächst mal nur zu der Unterhaltung dienen sollen, und keiner da irgendwas Reales mit verbindet. Aber je häufiger man dann so ein Szenario sieht und sich im Unterbewusstsein festsetzt, tritt natürlich schon mit der Zeit ein gewisser Gewöhnungseffekt ein. Und selbst wenn man das jetzt auf einer rationalen Ebene nicht dann als real oder möglich bewertet, man ist unbewusst schon mal an so ein Szenario gewöhnt. Also insofern wäre es wesentlich leichter für die Menschen aufgrund dieser Gewöhnung dann, wenn sowas einem präsentiert würde oder den Menschen präsentiert würde, zu akzeptieren, als wenn angenommen mal wir bislang nie in unserem Leben zuvor mal einen Film, wo irgendwelche Raumschiffe umherfliegen oder die Erde angegriffen wird oder ähnliches gesehen hätten, ja. Also insofern ist das schon eine Art Vorbereitung. Ob das jetzt immer tatsächlich mit einem Plan abläuft, wenn so ein Film da rauskommt, oder zum Teil da einfach jemand ganz unabhängig von irgendwelchen Deep State-Plänen da ein Drehbuch geschrieben hat oder so einen Film rausbringt, kann man natürlich nicht sagen. Aber auffällig ist natürlich schon, dass relativ oft auf dieses Thema gerade in den letzten Jahren immer wieder zurückgegriffen wird.
Ja, total. Also gerade auch was die Simpsons belangt oder anbelangt oder South Park und so Serien. Da gibt es ja dann doch sehr häufig Folgen, die Sachen, naja, in Anführungszeichen voraussehen. Ich habe auch kein besseres Wort dafür, Ja, aber ja, ja. ja, die Ja, Sachen immer es, wieder letztendlich ist es ansprechen. ja nichts anderes, ja. Also ich sag mal, wenn wirklich in so einer Serie, gab es ja mehrere Beispiele, etwas dargestellt wird, was dann Jahre später so passiert und man das nicht mit Zufall erklären könnte, weil es einfach zu speziell ist und gegen die Wahrscheinlichkeit sprechen würde, dass es ein Zufall ist, dann kann es ja nur so sein, dass entweder diejenigen, die das in die Serie eingebracht haben, schon wussten, man würde das so später durchführen, oder es ist tatsächlich so eine Art Remote Viewing, also ja, Fernwahrnehmung, unabhängig hier auch von der Zeit, dass jemand ein zukünftiges Ereignis quasi wahrgenommen hat. Und da gibt es ein schönes Beispiel, wo ich auch sagen würde, das ist jetzt kein Zufall mehr, sondern da steckt sowas hinter. Und da muss es wirklich eher in Richtung Remote Viewing gehen, als jetzt Planung von etwas, was man ausführen will und dann vorher sozusagen schon mal ankündigt. Es gibt diesen Animationsfilm iPad Goat, wo sehr viele versteckte Symbolik enthalten ist. Und an einer Szene meine ich, man sehr, sehr deutlich sieht, wie Notre Dame in sich zusammenfällt, da diese spitzen Türme umknicken nacheinander. Und das ist ein Film von 2012, also Jahre bevor hier der Brand bei Notre Dame war. Und ein so ein Kanal hier, ein YouTube-Kanal aus Deutschland, Norman Investigativ nennt er sich, der hat in seinem Video das mal schön nebeneinander sozusagen eingespielt, die Szene aus diesem Animationsfilm iPad Goat und und dann Aufnahmen von Notre Dame, wie es brennt und in sich zusammenfällt. Und das ist sozusagen eine 1:1 Kopie, die da abläuft. Sogar das Tempo dann verlangsamt, wie das da in sich zusammenstürzt, ist synchron. Also das wäre so ein Beispiel, wo man eigentlich nur sagen kann, da hat jemand wirklich in die Zukunft geschaut. Ja. Und das ist ja nichts Ungewöhnliches, aber man sieht hier Remote Viewing, das Projekt Stargate bei der CIA, die haben das ja seit dem Ende der 70er Jahren schon, betreiben die das ja schon. Da sind ja schon, ich glaube mittlerweile, ich glaube 69.000 Seiten über Project Stargate und andere Remote-Viewing-Projekte veröffentlicht. Also jeder kann das schwarz auf weiß alles nachlesen, was da so abgelaufen ist. Und auch die beteiligten Physiker und Remote-Viewer sprechen da ja schon drüber und haben Bücher drüber geschrieben. Also insofern ist das halt auch ein Faktor, der da immer mit reinspielt. Und im Übrigen auch was ist, wo die Satanskulte, aber halt auch die Geheimdienste sehr daran interessiert sind, nämlich diese medialen Fähigkeiten ja, zu fördern bei den Opfern im Prinzip, auch oft durch Folter und Dissoziation, weil da ein Zusammenhang besteht. Also auch da taucht das auf. Ja, du lieferst ja auch in deinen Büchern extrem viele Beweise. Also ich kenne jetzt nur ein Buch, Dunkle Neue Weltordnung, Neue Dunkle Weltordnung, wie rum? Genau, dunkle neue, genau, so rum. Okay, Dunkle Neue Weltordnung. Und das ist ja im Prinzip voll von Verweisen auf Belege und Dokumente. Also es ist unglaublich. Ja, also man kann das, das ist ein wichtiger Punkt, man kann das in der Tat, bestimmte Dinge kann man nicht einfach logisch widerlegen oder sagen, es ist eine Verschwörungstheorie, weil einfach die Faktenlage das gar nicht zulässt. Also wie diese Themen, die du ansprichst in dem Buch, die sind belegt durch offengelegte CIA-Dokumente, durch Senatsanhörungen, durch geleakte Ermittlungsakten, durch die Aussagen von den Therapeuten, durch die Aussagen von den Betroffenen, die alles ein in sich stimmiges, konsistentes Bild geben. Und da macht sich eigentlich jeder lächerlich, der dann sagt, das sind irgendwelche Verschwörungstheorien.
weil man eigentlich diese Behauptung nur aufstellen könnte, wenn man wirklich jeden einzelnen dieser Beweise widerlegen könnte, was man nicht kann. Ja. Und insofern ist das ein wichtiger Punkt, also dass wirklich Teile, wenn auch nicht alles, dieser Dinge, die in den Mainstream-Medien als Verschwörungstheorien bezeichnet werden, so gut belegt sind, dass es wirklich mit Journalismus dann nichts mehr zu tun hat, sowas zu behaupten. Und ich habe es kürzlich erst wieder gelesen. Ich glaube mal Spiegel, Wahnsinn trifft auf Virus, nannte sich der Artikel. Alles so schön und witzig geschrieben, wo dann halt dann so Fälle auch auftauchen, so Sätze auch auftauchen wie, ja, und da gibt es dann diese angebliche weltweite satanische Verschwörung und wird dann alles so als großer Witz dargestellt, wo nur Aluhutträger oder also Vollidioten dran glauben können. Und es ist absolut weit von der Faktenlage und der Realität entfernt, wenn man sowas dann produziert als Journalist. Aber halt die Menschen, die sich mit dem Thema nicht vorher befasst haben, die die Fakten nicht kennen, die die Fachliteratur nicht kennen, die die Senatsanhörungen und Dokumente nicht kennen, die lesen das und die glauben das. Ja. Und gerade wenn es halt wie in letzter Zeit dann immer wieder von Mainstream-Medien berichtet wird, die glauben, das sind Verschwörungstheorien. Ja. Und das merke ich auch in meinem Bekannten- oder Freundeskreis, ja, wie viele zu diesen Dingen dann sagen, das sind Verschwörungen und mit was beschäftigst du dich denn da und glaub doch nicht an solche Dinge. Ja. Ja, das ist nämlich auch noch eine meiner Fragen, wie die Leute in deinem Umfeld darauf reagieren und ob die sich vielleicht teilweise abgesondert haben. Ja, also sehr unterschiedlich. Es gibt schon so auch aus dem älteren Freundeskreis welche, die das sehr skeptisch sehen oder kritisch sehen und denken, ich würde mich hier damit ja, wilden, unberechtigten Verschwörungstheorien befassen oder auch schon beim UFO-Phänomen das einfach für Schwachsinn halten, ja, obwohl wirklich das UFO-Thema sehr, sehr leicht zu überprüfen ist, weil es da so viel gibt. Allein man müsste erklären, warum hat Frankreich seit Jahren eine UFO-Untersuchungsbehörde, ja, sind die alle durchgedreht oder was steckt dahinter? Also insofern sind das einfach Menschen, die sind nicht informiert, es ist denen vielleicht auch einfach zu mühsam, sich zu informieren, aber auf solche Menschen trifft man leider dann auch im bekannten Freundeskreis. Es gibt manche, gut, die wissen, mit was ich mich beschäftige und die interessiert es halt einfach nicht, ist ja auch okay. Es macht auch keinen Sinn, da sozusagen Leute bekehren zu wollen und oder zumindest hier mit Zwang hier irgendwie auf irgendein Thema stoßen zu wollen, weil man es für wichtig ansieht, sondern muss halt jeder selber auch diesen Punkt erreichen, dass er sagt, ich befasse mich damit und ich öffne mich dem, wenn es auch, und das sage ich auch ganz klar, Themen sind, gerade auch diese rituelle Gewalt und das, was hier im Hintergrund durch diese Kulte abläuft, wo keiner die Augen vor verschließen darf. Ja, man darf nicht sagen, das ist mir entweder, es interessiert mich nicht, weil ich Besseres zu tun habe, oder es ist mir zu schlimm und ich will mich nicht mit solchen bösen Sachen beschäftigen. Das finde ich als Ausrede, das ist nicht akzeptabel, weil dann sorgt man sozusagen indirekt dafür, dass diese Dinge halt auch noch die nächsten 30 Jahre oder länger so weiterlaufen. Ja, ich meine, es kommt natürlich auch darauf an, ob man jetzt komplett wegschaut oder ob man sich oder wie sehr man sich ja da jetzt rein vertieft, weil man muss ja sich jetzt nicht Bilder und Videos und so weiter Nee, angucken, genau. ne? Aber es macht schon einen Unterschied, ob man zumindest darüber nachdenkt, ob das alles wirklich passieren könnte oder ob man einfach eine Offenheit bewahrt für, ja, also ich sehe die Belege und ich sehe, das gibt es und dass man einfach das zugibt, dass es das Ja, gibt. ja. Ne? Weil sonst ist das so ein bisschen wie da irgendwo passiert ein Unfall und man fährt vorbei. Ja, absolut.
Es gibt auch natürlich das Risiko, und das muss man schon auch berücksichtigen, dass Menschen, die anfangen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, sich auch tatsächlich zu sehr da reinsteigern. Das muss man schon ganz klar sagen, dass das sogar nicht selten vorkommt. Ja. Kenne ich leider genug Beispiele. Natürlich, die Dinge, über die die reden, sind zu einem großen Teil völlig okay und berechtigt. Das sind auch die Dinge, die ich sozusagen überprüft habe, wo ich für einstehe, wo ich sage, ja, das ist so. Nur leider merkt man dann oft, dass dann gewisse Punkte überschritten werden. Also da geht es dann von den Dingen, die eindeutig belegt sind, vielleicht zu den Dingen, die so sein könnten und vielleicht noch unsicher sind, wo ich auch noch sagen könnte, okay, kann was dran sein, sollte man noch ein bisschen vorsichtig sein, sollte man gucken, wie kann man das vielleicht anhand seriöser Quellen belegen. Aber es geht dann oft auch wirklich in Bereiche sehr schnell rein, wo man sagen muss, okay, das sind jetzt wirklich Dinge, da spinnt sich derjenige eindeutig was zusammen. Das ist jetzt wirklich nicht mehr rational, ja. Und da muss man schon aufpassen, dass man eine gewisse Distanz bewahrt, dass man wirklich auch sehr wählerisch ist bei dem Material, was man sich da anschaut, und auf was man ja was gibt und wo man sagt, nee, das ist eine Quelle, auch wenn sich das jetzt irgendwie spannend anhört, und vielleicht aufregend wäre, wenn so ist, aber der kann ich nicht trauen, weil es einfach irgendeine anonyme Internetseite ist. Und man ja auch berücksichtigen muss, dass natürlich auch gezielt falsche Informationen in Umlauf gebracht werden, damit gerade sich Menschen drauf stürzen und sich mit unsinnigem Kram beschäftigen. Also insofern muss man da schon vorsichtig sein und eigentlich, sag mal, im Zweifel vielleicht eher besser, man beschäftigt sich sozusagen nicht zu tiefgründig mit bestimmten Dingen, sondern eher man versucht sich so einen Gesamtüberblick zu verschaffen und da wirklich auf qualitative Quellen zuzugreifen, als sich dann zu sehr da rein zu vertiefen. Ja, ich meine, ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen das Klischee vom Aluhutträger, dass einfach viele sich auch mit einer Art Begeisterung und Leidenschaft sich in diese Themen stürzen und das aber auch entsprechend ausdrücken. Ja, und dann halt versuchen, andere Leute zwanghaft davon zu überzeugen. Ja, ich Ja, absolut. das gibt es ja eigentlich, es gibt es ja eigentlich in allen möglichen Richtungen. Das gibt es in religiösen Ausrichtungen oder auch in verschiedenen Ernährungsweisen, dass dann die Leute Klar. versuchen, ihre Sicht anderen aufzuzwingen. Was glaubst du denn, ist der beste Umgang oder das beste Verhalten anderen gegenüber, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt und die anderen da das halt nicht glauben wollen? Ja, also es ist sehr schwierig, weil und ja oft auch nicht nur sozusagen die Begeisterung, wo man sagen kann, okay, Begeisterung ist vielleicht noch okay, aber tatsächlich ist dann in irrationale Sichtweisen oder sogar Verhaltensweisen abdriftet und dann wird es halt gefährlich und das berechtigt natürlich dann wiederum auch, muss man sagen, leider die Kritik, wie du sagst, an der Aluhutträgerfraktion und den Verschwörungstheoretikern, weil da halt auch manchmal wirklich totaler Unsinn behauptet wird, oder zumindest, ja, es übers Ziel vielleicht hinausschießt, ja, dass vielleicht ein Großteil noch nachvollziehbar ist, aber halt dann eine gewisse Grenze überschritten wird oder ein konkretes Beispiel, jetzt, was nochmal durch die deutschen Medien ging, wo Xavier Naidoo da sich zu Fridays for Future geäußert hat und sagte, ja, FFF 666, das ist ja so ein Hinweis auf den Satanisch im Hintergrund. Da kann man natürlich schon sagen, es gibt auch andere Hinweise, die dafür sprechen, dass da vielleicht wirklich auch eine ganz andere, vielleicht auch so eine satanische Agenda hinter solchen Aktionen steht. Wenn jetzt aber jemand nur hört, okay, jemand behauptet da, weil 3 mal F gleich sozusagen 3 mal 6 bedeutet, das ist jetzt Teufelszeug,
dann sind das halt so Dinge, wo man wirklich eher vorsichtig sein müsste und sagen würde, na gut, das ist jetzt nicht überzeugend genug, um damit in dem Maß an die Öffentlichkeit zu gehen, oder wo man zumindest die Gefahr läuft, dass vielleicht aus dem Kontext heraus man zitiert wird. Vielleicht hat er auch noch mehr gesagt, was es dann untermauert. Aber das sind so Dinge, wo es eher Sinn macht, sich da zurückzuziehen, vielleicht wenn man, selbst wenn man dran glaubt, und dann eher sich auf die Dinge zu fokussieren, wo man von den Argumenten noch ja, mehr an der Hand hat, das belegen kann. Wobei auch da muss man natürlich sagen, egal wie gut die Argumente und die Quellen sind, wenn die Mainstream-Medien was zerreißen wollen, schaffen sie es meistens so oder so, ja, weil dann wird man halt einfach falsch oder aus dem Kontext heraus zitiert. Aber ich sag mal, man sollte zumindest versuchen, es eher schwierig zu machen als leicht. Insofern ist das sicher etwas unglücklich gelaufen, da diese Aktion. Aber deine Frage war ja noch, was war das? Bin jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen. Ach so, genau, wie man sich nähern sollte den anderen Menschen, ja. Also auch da Ja. würde ich sagen, möglichst vorsichtig, und möglichst mit den Dingen, die leicht zu überprüfen sind, und auch sozusagen leicht zu verdauen sind. Also beispielsweise, eben man jemandem erzählt, es gibt Außerirdische, die mit einem in Kontakt stehen, würde ich ihn erstmal ganz abstrakt und allgemein auf das UFO-Thema diese Person verweisen und sagen, hier, das und das sind die Belege und Beweise dafür, dass UFOs offenbar real sind. Schau dir das mal an. Und dann gibt man am besten da irgendwie eine seriöse Internetseite, wo sowas zusammengestellt ist, oder man ein seriöses Buch dann demjenigen. Erstmal losgelöst auch vom IT-Thema sozusagen, und es vielleicht sogar extra noch offen halten und sagen, ich will dir jetzt hier erstmal nur aufzeigen, UFOs sind real, ganz egal erstmal, was dahinter steckt, ob das jetzt das US-Militär selber ist oder außerirdisch, schau dir einfach nur mal an, dass es offenbar unbekannte Flugobjekte mit ungewöhnlichen Flugeigenschaften in unserem Luftraum gibt, und das sind die Beweise dafür. Ja. So, glaube ich, ist der einzige mögliche Ansatz, dass man da wirklich schrittweise und mit den Dingen, die gut belegt sind, dann einen Menschen da ranführen kann, weil halt auch der psychologische Aspekt eine ganz wichtige Rolle spielt, nämlich insofern, als dass wir bestimmte Glaubenssätze von klein auf mit uns nehmen, aus der Schule, von den Eltern, später vielleicht auch aus den Medien und im Studium, wo uns gesagt wird, das gibt es und das gibt es nicht. Und dann ist es ganz schwierig, wenn erstmal so ein Glaubenssatz da ist, also zum Beispiel über Jahrzehnte aufgebaut wurde, UFOs ist totaler Schwachsinn, ja, an sowas zu glauben. Dann ist es sehr schwierig, auch wenn an Fakten präsentiert werden, wo man eigentlich analytisch, rational zum Ergebnis kommen müsste, da ist was dran, wird es sozusagen unbewusst, auf einer unbewussten Ebene verhindert, das anzuerkennen, weil es halt diesen verankerten, entgegenstehenden Glaubenssätzen dann widerspricht. Und das muss man halt auch berücksichtigen, dass man nicht immer rein rational weiterkommt, sondern da eigentlich schon auf einer unbewussten Ebene erstmal eine Veränderung passieren muss, damit der andere es überhaupt anerkennen kann. Ja, das denke ich auch. Ich denke auch, dass viel zu wenig über diese Sachen gesprochen wird, weil es gibt so viele Sendungen, wo über die Themen selber gesprochen wird, über die wir heute gesprochen haben. Aber so selten höre ich, wie man denn am besten damit umgeht gegenüber anderen. Wie man denn am besten Brücken baut. Denn im Endeffekt, viele wollen halt einfach Recht haben und im Recht sein und das auch ausdrücken. Aber im Endeffekt ist halt immer die Frage, was ist denn jetzt das Ziel? Ist das Ziel, alle zu überzeugen von der Wahrheit? Müssen das jetzt alle sehen? Und ist dann alles gut? Weil ich glaube nämlich, wenn das alle jetzt sofort glauben würden, dass die Situation trotzdem nicht allzu anders wäre, weil viele immer noch Recht haben wollen. Oder,
viele einfach immer noch so ein, soll ich sagen, sich immer noch separieren, weil wir so sehr so eine Separation einprogrammiert haben, dass wir uns immer irgendwie anders fühlen müssen als andere, obwohl wir Ja, uns das vielleicht kann, danach sehen, uns ja, ähnlich zu fühlen, ne? das kann gut sein, dass sozusagen selbst wenn jetzt hier zum Beispiel die meisten überzeugt werden könnten oder daran glauben, es gibt UFOs, dann aber diejenigen, die vorher mit dem Thema da unterwegs waren und dann merken, ach, jetzt glauben wir alle dran, sofort dann wieder umschwenken und aufs nächste Thema und da sozusagen die nächste Hürde aufbauen oder die nächste, ja, wie du es sagst, Separation quasi einführen, um sich dann wieder abzugrenzen, um sich da irgendwie, ja, vielleicht besonders zu machen oder besonders zu fühlen. Ne? Ja, also insofern ist das ein schwieriges Thema. Also ich denke, sehr viel bringt es natürlich, wenn Medien solche Themen dann mal neutral berichten. Auch das merkt man ja in Deutschland auch schon immer mal wieder jetzt länger, auch zum UFO-Phänomen, dass jetzt, ich glaube, auf NTV oder N24 lief da immer mal wieder auch über einen langen Zeitraum dann solche UFO-Dokus, die recht neutral berichtet haben. Und wie gesagt, in den Medien liest man es jetzt auch immer mehr, sodass aufgrund dessen auch, das muss man schon sagen, bei Umfragen mittlerweile ein sehr hoher Anteil der Menschen sowas schon für möglich hält. Also es ist weit über die Mehrheit, die das mittlerweile in Betracht ziehen. Insofern, ja, tut sich da schon was. Und es ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit, bis da wirklich, ja, es eine Minderheit dann sein wird, die sagen, nee, das lehne ich jetzt kategorisch ab. Die wird sich dann irgendwann auch sozusagen an der Mehrheit orientieren. Insofern können wir da schon positiv gestimmt sein, dass bestimmte Themen, die vor Jahren oder wenigen Jahrzehnten noch undenkbar gewesen wären, dass die angenommen werden, jetzt langsam auch in der Öffentlichkeit ankommen. Ja, ich wollte auch noch hinzufügen, dass es gut ist, wenn man einfach übermäßige Emotionen rauslässt, weil das Ja. ja so normal ist, dass man auf alles so emotional reagiert. Aber man kann das ja einfach versuchen zurückzuhalten. Denn genau damit stößt man ja auch den anderen ab. Wenn man jetzt mit übergroßer Abwehr reagiert, dann reagiert der andere eben auch mit Abwehr. Und dann haben wir den Salat, dann gibt es eben noch mehr Spaltung. Ja, Und also absolut, weil die, ich sag mal, bei denen, die diese Themen vermitteln wollen, die müssen in der Tat da Emotionen möglichst rauslassen, weil halt gerade bei denen, man jetzt da ja für so ein Thema öffnen will oder denen man was vermitteln will, da bleiben in der Regel halt die Emotionen dann nicht aus, weil gerade auch das Thema Angst natürlich da eine wichtige Rolle spielt. Also ich sag mal, jemand, der sich nie mit dem UFO-Thema befasst hat und dem auf einmal hier wirklich gute, überzeugende Fakten für die Realität von UFOs dann vorgehalten werden, der wird in vielen Fällen dann auch verständlicherweise auch mit Angst reagieren. Und dann wird es halt zumindest von der Seite zwangsläufig auch emotional werden. Und ja, das müsste man dann versuchen aufzufangen, aber es ist schwierig. Ja. ja, aber ich habe auch festgestellt, dass mehr Offenheit da ist. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt, ob die Menschen einfach vielleicht ein bisschen offener werden. Auf der einen Seite finde ich, die Menschen werden offener, auf der anderen Seite stelle ich das wieder in Frage, wenn ich so alles beobachte. Also ich weiß es nicht genau, aber ich würde sagen, es halten mich schon weniger verrückt als irgendwie noch vor 10 Jahren oder so. Ja, also ist sicher so, dass die Öffentlichkeit da sich in die Richtung bewegt, da vieles für möglich zu halten, was früher undenkbar wäre. Aber ich finde es auch immer noch schwer zu beurteilen. Weil da muss man natürlich auch immer so ein bisschen aufpassen, man selber vielleicht über die Jahre hinweg sich auch mehr mit Menschen umgibt, die ähnlich denken, und dann so dieser
sozusagen ausgewählte oder nicht zufällige Bekanntenkreis oder Freundeskreis da vielleicht manchmal ein falsches Bild vermitteln kann und man das zu stark dann extrapoliert auf die gesamte Bevölkerung, weil man halt gerade von 15 Freunden 10 da offen sind, aber es sind halt Freunde, die man vielleicht bewusst so gewählt hat, denkt man, ah gut, dann sind es auch 2 Drittel in der Gesamtbevölkerung, die das mittlerweile gut finden. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, auf jeden Fall haben wir da Grund zur Hoffnung, dass viele Themen, die noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wären, hier ganz anders schon aufgenommen werden von den meisten Menschen. Ja, was empfiehlst du denn Leuten, die feststellen, wenn sie sich mit diesen Themen beschäftigen, dass da selber irgendwas hochkommt? Ja, kommt immer auch so ein bisschen drauf an, welches Thema ist es konkret und wie steht man da vielleicht persönlich zu? Hat man vielleicht selber Erfahrungen? Was ich oft festgestellt habe, das wäre sozusagen nur ein Rat dann an einen kleinen Kreis von Menschen, Personen, die entsprechende Erfahrungen auch gerade hier solche Kontakterfahrungen gemacht haben und sich dann anfangen irgendwann mit dem Thema zu beschäftigen. Da ist ein großes Risiko, was ich vorher auch meinte, dass man da gar nicht mehr rauskommt und sich sozusagen nur noch die Gedanken um dieses Thema drehen und darum kreisen. Einerseits verständlich, weil man einfach auch verstehen möchte und wissen möchte, was passiert da mit einem. Andererseits aber auch hochriskant, weil man dann wirklich mit der Zeit auch von seinem Alltagsaufgaben und anderen Themen, die auch wichtig sind, sehr stark abgelenkt wird, ja, und zu sehr dann auf dieses eine Thema fokussiert. Was andere Menschen anbelangt, ja, da kann man vielleicht auch einfach sagen, sich selber Zeit nehmen, wenn man sich mit so einem Thema dann neu befasst, ob es jetzt UFOs sind, außerirdische, mediale Fähigkeiten, MK-Ultra, rituelle Gewalt, was auch immer. Selber sich das sozusagen nur dosiert gibt, dass das eine und zum anderen halt wirklich bei der Quellenauswahl am Anfang sich Zeit nimmt und da wirklich guckt, sich informiert, was ist da eine seriöse Quelle, was macht es da Sinn zu lesen, um wirklich von vornherein da auf ja, sich auf soliden Grund zu bewegen. Es wäre schade, wenn jemand, der sich für so ein Thema interessiert, wirklich dann mal ein schlechtes Buch von jemandem in die Hand bekommt, der vielleicht sogar gezielt Desinformation betreibt und dann von Anfang an da eine völlig falsche Richtung einschlägt oder das Thema sofort wieder fallen lässt, zu Recht, weil er sagt, ja, das ist ja kompletter Irrsinn und das ist ja gar nicht irgendwie begründet oder wo sind da die Beweise für? Also insofern, am Anfang ist, glaube ich, besonders wichtig, da mal zu schauen, wo kann ich mich da gut und seriös informieren. Was würdest du denn empfehlen den Leuten, die merken, oh, ich glaube, ich habe selber Erfahrungen in diesem Bereich gemacht als Opfer, wo dann einfach Sachen und Erinnerungen hochkommen und die dann denken, oh, okay, und jetzt wohin kann ich gehen? An wen kann ich mich Ja, wenden? es ist super schwierig. Also zum einen muss man sich ja unterscheiden, geht es jetzt um Erfahrungen mit fremden Wesen oder geht es um Erfahrungen jetzt mit Missbrauch oder speziell rituellem Missbrauch, wobei der erste Fall sicher etwas ja, unkritischer ist, solche Kontakterfahrungen, weil die in der Regel ja, nicht so traumatisch ablaufen, wobei, das ist vielleicht das falsche Wort, also traumatisch mag schon sein, aber da spielt jetzt Gewalt oder Missbrauch in dem Sinne keine Rolle. Aber eine Angst kann natürlich bestehen dann in so einer Situation nachvollziehbarerweise. Und da, ja, da gibt es natürlich jetzt keine Selbsthilfegruppen, die man sinnvollerweise da kontaktieren könnte oder ähnliches. Es gibt natürlich Plattformen, wo sich Menschen austauschen, die glauben, so Erfahrungen zu haben. Das wäre so ein Ansatzpunkt, einfach zu versuchen, mit Personen in Kontakt zu kommen, mit ähnlichen Erfahrungen. Das versuche ich auch immer, wenn ich mit Menschen arbeite,
wo ich dann überzeugt bin, sie haben so Erfahrungen, dass ich dann die zusammenführe mit anderen Personen, die ich kenne, damit die sich dann auch untereinander austauschen können und nicht nur mir dann Dinge erzählen und mir Informationen liefern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, also Austausch mit anderen Betroffenen. Und natürlich auch sich einfach informieren, hilft auch häufig, wenn man dann auch durch diese Quellen, die man dann hat, einfach Dinge besser versteht, was mit einem passiert. Oder auch einfach auf die Weise auch merkt, andere Personen haben offenbar ähnliche Erfahrungen, in vielleicht sogar in anderen Ländern. Das wäre dieses Thema. Und wenn es hier um rituelle Gewalt geht, wo ohnehin sehr selten ist, dass diese Erinnerungen bewusst auftauchen, also zumindest in jungen Jahren. Aber wenn das der Fall ist und man sich daran erinnert, ja, bleibt eigentlich nur der Weg zu einem Therapeuten, der sich speziell mit solchen, nicht nur mit Traumatherapie, sondern speziell mit diesem Bereich, und das kann ja bis zur sogenannten multiplen Persönlichkeitsstörung oder dissoziativen Identitätsstörung, wie es auch genannt wird, reicht, auskennt. Also das muss dann schon jemand sein, der speziell mit solchen Personen arbeitet, zumindest wenn es Fälle sind. Und das ist leider meistens so, wo dann mit solchen Mind-Control-Methoden gearbeitet wird, weil da muss einfach derjenige, der Therapeut, wissen, auf was er sich einlässt, wie er da ranzugehen hat. Und das ist dann wirklich Spezialwissen, was da vorhanden sein muss. Und da kann man aber gerade über die Fachliteratur, wenn man da mal schaut, wer hat denn diese Fachbücher geschrieben, da an die Namen zum Beispiel rankommen, sind in meinem Buch natürlich auch genannt. Wobei man sagen muss, grundsätzlich muss man selbst da wohl vorsichtig sein nach den Berichten von Betroffenen, weil nicht selten auch Therapeuten wiederum mit Täterkreisen vernetzt sind. Ich kann es jetzt nicht sagen, inwieweit das hier auf deutsche Therapeuten zutrifft. In den USA hört man das, hat man es öfters gehört, dass solche Vorwürfe gemacht wurden von Überlebenden. Aber ich denke, es wäre schon ein sinnvoller Ansatz, hier sich dann an jemanden zu wenden, der sich da durch entsprechende Fachbücher, also wie gesagt, Stichwort rituelle Gewalt, da findet man die auch über Amazon ganz leicht, da einen Namen gemacht hat oder sich zumindest mit dem Thema schon intensiv befasst hat. Ja, bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch quasi eine gute Aussicht einbringen oder einen schönen Abschluss, denn wir haben über so dunkle Themen geredet und ich finde immer wichtig, dass man den Leuten Zuversicht mitgibt und Ja. dass sie jetzt nicht in diesen dunklen Themen feststecken bleiben. Kannst du den Zuhörern da was mitgeben? Ja, also zum einen muss man sagen, es ist natürlich im Moment noch gar nichts entschieden, zumindest so wie es aussieht. Also weder, dass jetzt hier diese dunkle Seite, da, auch wenn sie scheinbar sehr viel Einfluss hat, aber da letztendlich uns komplett unterdrücken wird. Noch, dass jetzt hier der Wandel schon ja beschlossene Sache ist. Insofern sind wir schon jetzt in einer wichtigen Zeit, wo wir aber, und da kommen wir sozusagen zum Thema Hoffnung, wirklich an einem Punkt anbelangt sind, wo, und du hast es eben auch angesprochen, mehr Menschen als jemals zuvor sich für diese Themen öffnen, wo man mit Menschen drüber reden kann, wo man sich austauschen kann, wo auch immer mehr Informationen über diese Verbrechen oder auch Phänomene allgemein gesprochen auftauchen und somit klar erkennbar ist, es tut sich was. Da ist offenbar auf mehreren Ebenen ein Wandel im Gange. Und es natürlich wichtig ist für jeden, der davon was mitbekommen hat oder sich sogar auch intensiver mit beschäftigt, immer auch für einen positiven Ausgleich zu sorgen und sich da wirklich auch mit schönen, positiven Dingen zu beschäftigen, immer wieder Abstand von solchen eher negativen oder sogar dunklen Themen zu gewinnen. Und auf diese Weise
halt auch indem man spricht mit Bekannten, mit Freunden, die dafür offen sind. Und da würde ich auch immer empfehlen, sich wirklich auf die mehr zu fokussieren, wo man merkt, man kommt da weiter, als jetzt seine ganze Energie an jemanden dann auszulassen, wo man einfach davon ausgehen muss, da sind so tief Glaubenssätze verankert, die das gar nicht zulassen, sich damit zu beschäftigen. Und da sozusagen mit die Informationen, die Wahrheit nach außen zu tragen. Und dann, glaube ich, haben wir alle eine gute Chance, dass wirklich dieser Wandel auch weitergeht und letztendlich zu einem positiven Abschluss kommt. Absolut. Möchtest du vielleicht noch kurz deine Bücher erwähnen? Ja, also ich habe, wie gesagt, im Moment diese dunkle neue Weltordnung heißt. Das gibt es auch im Englischen Dark New World Order, also auf Englisch zu bestellen. Das ist sozusagen das aktuelle Buch, was mir sehr am Herzen liegt, weil das Thema meines Erachtens das Wichtigste im Moment ist, also auch über dem UFO-Alien-Thema noch rangiert, dass einfach da diese Informationen aufgedeckt werden. Und ein zweiter Teil wird voraussichtlich Ende August dann veröffentlicht, wo ich nochmal auf die Hintergründe eingehe. Ich habe eingangs kurz erwähnt, diese reptiloide Spezies, was steckt dahinter? Was sind die Beweise dafür, dass es sowas tatsächlich gibt, diese Einflüsse? Und ja, das wird dann im Laufe des Jahres kommen. Wunderbar. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das waren so viele tolle Informationen, so wertvoll. Und ich hoffe, wir können das bald fortführen. Ja, sehr gerne. Ich danke dir für das interessante Gespräch und die ganzen wichtigen Themen, die wir da ansprechen konnten. Ja, wunderbar. Das war Dr. Marcel Polte und wir sehen uns und hören uns bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Zwischen den Welten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du uns unterstützen möchtest, nutze den PayPal-Button auf radio.mpeg.org oder besuche uns auf Facebook und teile unsere Beiträge. Jede Unterstützung hilft, denn wir gehen diesen Weg gemeinsam und miteinander. Lass uns Brücken bauen, hier auf Ascension Radio Studio 3.